Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Martina Künsberg-Sahre. Sie ist die Bildungssprecherin der NEOS. Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die Regierungsvorlage ist ein großes Sammelsurium an verschiedenen Dingen, ein Potpourri, und ich möchte mit dem Positiven beginnen. Das sind einerseits, wie die Kollegin von den Grünen schon angemerkt hat, die Überführung der Schulversuche in das Regelschulsystem. Das macht Sinn, das begrüßen wir auch, weil das natürlich auch ein Innovationsschub für das Bestehende im Bildungssystem ist. Auch die Änderung im Minderheitenschulrecht für Kärnten ist eine gute Sache und begrüßen wir ausdrücklich. Bei den Abschlussprüfungen hätten wir uns ein bisschen mehr Diskussion gewünscht. Es wäre eine Chance gewesen, hier diese große Thematik auch einmal breiter zu diskutieren und aus verschiedenen Perspektiven anzufliegen. Das ist nicht passiert, finde ich schade, wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Aber zu den wichtigen, also noch wichtigeren Dingen aus meiner Sicht ist, also es wird von uns ganz bestimmt keine Zustimmung geben zur Verlängerung der Corona-Ausnahmeregelungen. Sie holen sich heute schon eine Ermächtigung für das gesamte nächste Schuljahr und ja, wir wissen alle nicht, wie die Covid-Situation sich weiterentwickelt, aber was wir, zumindest wir NEOS, wissen, ist, dass wir, wenn mögliche notwendige Maßnahmen zu tun sind oder zu beschließen sind, dann wollen wir das hier besprechen, im Hohen Haus, hier mit den ganzen Abgeordneten und gewählten Vertretern. Und wir wollen Ihnen nicht schon jetzt eine Freifahrt für das nächste Schuljahr geben, dass Sie bestimmen können, wann Maskentests, Schichtbetrieb oder Distance Learning kommt. Also wir haben uns ja immer für offene Schulen eingesetzt und eben der Fokus kann ja nicht sein, von Ihnen jetzt die Ausnahmeregelungen für das nächste Schuljahr zu verlängern, sondern Ihre Aufgabe ist jetzt, Maßnahmen zu setzen, dass es einen gesicherten und einen guten Schulbetrieb im Herbst geben kann. Die Kinder sollen in die Schule gehen, das ist die Zukunft und die haben ein Recht auf bestmögliche Bildung und nicht auf eine Verlängerung der Verlängerung und der Verlängerung. Wir wissen, das hat sich ja auch gezeigt, dass Schule ein wichtiger Ort eben des Lernens ist, aber nicht nur, sondern ein wichtiger Ort des sozialen Miteinanders. Wir alle brauchen den Kontakt mit Freundinnen und Freunden, das wissen wir ganz genau, und Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene umso mehr und umso wichtiger ist es für die. Deswegen freut es mich auch, dass wir gemeinsam, also wir NEOS, gemeinsam mit den Regierungsfraktionen einen Antrag eingebracht haben, der den Hochschulen die Möglichkeit gibt, ab Herbst die 3G-Regelung anzuwenden. Das ist aus unserer Sicht gut und wichtig. Die Hochschulleitungen wissen jetzt und können sich jetzt darauf einstellen, was sie im Herbst machen können. Präsenzlehre kann wieder stattfinden und ein Studentenleben vor Ort an den Hochschulen wird dadurch auch möglich. Wenn das Ziel eine befreite Schule ist, und ich glaube, das wollen wir ja alle, dass irgendwann wieder Kinder in die Schule gehen können, ohne Maske tragen zu müssen, ohne getestet zu werden, ohne irgendwie Angst vorm Schichtbetrieb oder Distance Learning zu haben, dann müssen sie jetzt Maßnahmen setzen. Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene haben in den vergangenen 15 Monaten so viel nicht gemacht. Sie haben so viel nicht erlebt. Und deswegen muss der Fokus von Ihnen, von uns allen, aber speziell jetzt von der Bundesregierung, auf diesen Altersgruppen liegen. Und hier müssen Sie einfach Vorkehrungen treffen. Und Kinder, Eltern und Lehrkräfte wollen jetzt wissen, welche Maßnahmen Sie und auch Ihre Kollegen in der Bundesregierung setzen, damit es im Herbst gut beginnen kann. Und die Antwort, dass die Verlängerung der Corona-Ausnahmeregelungen jetzt auf das nächste Schuljahr erstreckt werden, kann es ja wohl nicht sein. Also Eltern, Kinder und Lehrkräfte haben sich da wirklich mehr verdient und nicht, was im Herbst sein wird, sondern was sie bis zum Herbst tun, damit es im Herbst gut weitergeht.